Protein. High Power, High Genuss. Der neue High-Protein-Pudding von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an. Dann darf ich Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach der 97:90, nach dem 97:90 Sieg Jenas über Ratiopharm Ulm. Björn, wo hast du die Knackpunkte gesehen heute im Spiel? Ist das im ersten Viertel entschieden worden? Ja, nein? Also ich glaube, wir haben ein sensationelles erstes Viertel gespielt. Wir hatten das schon gegen Bamberg zu Hause mit den zwei Neuzugängen, glaube ich, in der ersten Halbzeit eine großartige Leistung abgeliefert. Heute im ersten Viertel auswärts, aus meiner Sicht offensiv und defensiv fast perfekt. Wobei wir natürlich auch ein bisschen spielen konnten. Ne? Im zweiten Viertel haben die Ulmer uns sehr physisch verteidigt und viel Druck gemacht. Da haben wir dann deutlich nachgelassen, auch viele Fehler gemacht, insbesondere in der Defensive. Und dann in der zweiten Halbzeit, und da bin ich eigentlich besonders stolz drauf, war das Spiel so ein bisschen am Kippen. Gerade wenn man auswärts spielt, ne, und dann die Zuschauer auch wieder kommen. Und da haben wir es geschafft, diesmal dagegen zu halten, ja, und ruhig zu bleiben. Und auch am Ende ohne, oder in der zweiten Halbzeit eigentlich ohne Ronald in das Spiel zu gewinnen. Thorsten, es ist umso bitterer, wenn man so weit zurücklag und sich dann noch auf 3 rangekämpft hat, wenn es am Ende doch nicht reicht? Also viel bitterer kann es ja eigentlich gar nicht werden, nach den ersten 12 Minuten. Ja, wir liegen mit 24 Punkten hinten. Ist gut und schön, dass wir uns dann noch auf 3 Punkte herangearbeitet haben. Ich glaube, dann hat man die Klasse von Reggie Williams gesehen, der das Ding klug entschieden hat. Aber was halt einfach nicht akzeptabel ist, ist, dass wir uns so vorführen lassen in den ersten 12 Minuten. Da hat Jena gut gespielt, nichts gemacht, was wir nicht wussten. Wir haben das Gießen-Spiel gesehen, haben ganz ähnliche Situationen forciert und wir haben uns genauso dämlich angestellt wie gegen Gießen. Und in der Phase halt auch jeglichen Kampf vermissen lassen. Also wenn eine Mannschaft kämpft, egal wie schlecht sie taktisch spielt, dann liegt sie nicht mit 24 Punkten hinten nach 12 Minuten. Dann haben wir defensiv umgestellt, haben alles geswitcht. Das hat dafür gesorgt, dass nicht mehr ganz so viele offene Dreier gefallen sind beim Gegner. Und dann hat halt Reggie Williams die schweren Dreier und die schweren Würfe getroffen. Aber ohne Frage. Also sehr, sehr ernüchternd. Was wir diese Saison schon häufiger erlebt haben, ist, wir haben so einen Rückschlag, irgendwas Enttäuschendes, was uns mental belastet. Meiner Meinung nach war das Oldenburg-Spiel auswärts. Und dann fallen wir auch in der kommenden Partie ziemlich in uns zusammen. Und anstelle, dass dann jetzt das besondere Aufbäumen kommt, dann belastet uns das zu sehr und lähmt uns das. Und so wirkt es jetzt im ersten Viertel. Und genau das Umgekehrte müssen wir letztlich zeigen, ja, nach einer enttäuschenden Niederlage stärker zurückkommen. Ja. Und das ist uns nicht gelungen. Jena hat toll gespielt, wir haben übel gespielt und uns dann noch ganz nett herangekämpft. Aber sind wir mal ehrlich, also verdient hatten wir den Sieg heute nicht. Dankeschön. Ganz kurz die Hand heben, dann gibt es ein Mikrofon. Ist es auch eine Qualität der Veteranen in ihrer Mannschaft, dass sie eben wissen, wie man mit so einem Vorsprung dann umgeht? Ja, wenn man die Qualität auch in der Mannschaft hat. Ne? Ich meine, wir haben ja auch vorher in Spielen hohe Führungen abgegeben. Jetzt haben wir natürlich mit Reggie Williams noch einen überragenden Spieler dazu bekommen. Der genau in diesen wichtigen Momenten auch die Verantwortung übernommen hat und die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Ne?
Und dann fällt es den anderen Veteranen natürlich auch deutlich einfacher, dann dort die richtigen Entscheidungen zu treffen und ruhig zu bleiben. An Herrn Leibniz, Per und Bogi haben nach dem ersten Viertel nicht, waren die nicht mehr auf dem Feld. Gibt es dafür gesundheitliche oder andere Gründe? Nee, das hatte mit der Pick-and-Roll-Verteidigung zu tun. Björn ist ja einer der besten Taktiker in der Liga. Und ich glaube, als wir uns dazu entschieden haben, alle direkten Blöcke zu switchen, wären sowohl Boggy als auch Per besonders attackiert worden. Und die sind in dieser Art der Verteidigung mit Sicherheit nicht so stark wie manch andere. Also weil der Per einfach ein Tick kleiner ist und der Boggy ein Tick zu groß für diese Art der Verteidigung. Und deswegen sind die dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr aufs Feld gekommen. Herr Leibniz, dennoch vielleicht einer der positiven Aspekte heute, die Verlängerung von Per Günther, auch wenn es nach so einem Spiel wahrscheinlich schwerfällt, können Sie trotzdem ein paar positive Worte zu dem, was er für die Mannschaft bedeutet und auch was die Verlängerung für nächstes Jahr bedeutet, sagen? Ja, das fällt mir gar nicht schwer, weil Per ist das Gesicht des Ulmer Basketballs. Per hält diese Mannschaft auch zusammen. Per hat enorm viel Wert auf dem Feld und enorm viel Wert abseits des Feldes. Es ist ein Point Guard, wie ich ihn mir wünsche, ist ein Competitor, wie ich ihn mir wünsche. Ich bin sehr glücklich, dass er der Ulmer dem Ulmer Basketball erhalten bleibt und ich bin mir sicher, dass wir auch nächstes Jahr sehr viel Freude an ihm haben werden. Leibniz, das waren jetzt viele lobende Worte. Dafür war die Mitteilung relativ spärlich. Hatte das organisatorische Gründe oder war das einfach so geplant? In die Organisation der Mitteilung war ich nicht eingebunden. Ja. Ich glaube eher, dass das mit dem Zurückhalten naturell vom Pair zusammenhängt. Der wird sich wahrscheinlich gesagt haben, nee, mach bitte nichts Großes draus. Würde ich mir denken. Ich weiß es aber nicht, das ist nur Spekulation. War die erste Halbzeit oder das erste Viertel, weil wir das ja jetzt immer wieder das Thema hatten, Kraft, Energie, nach den anstrengenden vergangenen Wochen eben auch eine Folge davon oder hat das eine andere? Ja, also ich habe ja eben schon versucht zu erklären, ich kann nur mutmaßen. Wenn man dann in der Folgezeit die Energie aufbringt, um mit dem Gegner einigermaßen ebenbürtig mitzuspielen, wir haben immerhin drei Viertel gewonnen, dann glaube ich nicht, dass es eine Kraftfrage ist, sondern eher eine Blockade im Kopf gewesen ist, dass wir so schlecht in den ersten 10 Minuten gespielt haben. Ihre Mannschaft hatte ja immer wieder auch sehr gute defensive Spiele in Gänze, insbesondere sehr gute Phasen und auch heute gab es, ich glaube, im dritten und Anfang vierten Viertels durchaus ganz gute defensive Phasen. Das ist auch mental zu sehen, dass es so wenig gelingt, dass über komplette Spiele aufrecht zu erhalten oder wo sehen Sie auf der anderen Seite den Schlüssel, um das vielleicht auch auf längere Strecken hinzubekommen? Ja, das ist ja genau das Frustrierende. Ja, wir bilden uns ein, wir sind defensiv stabilisiert, wir können Spiele über die Defensive gewinnen, um dann einmal 99 und einmal 97 Punkte zu kassieren. Das wird unseren Ansprüchen in keinster Weise gerecht. Also ich glaube in der Tat, das ist eine Frage des Fokus, der mentalen Aufbereitung von Rückschlägen. Und wir müssen einfach von der ersten Minute und über 40 Minuten alles geben, wirklich alles geben. Ja, und auch keiner darf sagen, ja gut, wir können ja noch einen Run machen. Ja, dass es nicht funktioniert, hat man heute gesehen. Das, was Sie gerade gesagt haben, von der ersten bis zur 40. Minute, haben Sie, glaube ich, schon ein paar Mal in dieser Saison gesagt. Sucht ja immer nach Gründen, warum es eben nicht funktioniert. Warum? Ja, also ich kann nur für die Partie heute sprechen. Man kann keine Blaupause drauflegen und sagen, das ist in jedem Spiel dieser Grund. Heute, glaube ich, hat es damit zu tun gehabt, dass es uns zu sehr belastet hat, dass wir die Partie in Gießen verloren haben. Ja, und dass wir dadurch diese Lockerheit nicht
aufs Spielfeld gebracht haben. Wir haben verkrampft, ich habe eben auch gelähmt gesagt, gewirkt. Und ja, man muss halt diese Handbremse lösen und laufen, rennen, ja, kratzen, beißen und nicht jede Sekunde nachdenken, sondern einfach tun. Ja, und das ist uns heute nicht geglückt. Es waren viele spannende Fragen. Ich sehe keine mehr. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen guten Nachhauseweg. Danke.